Das ist ein richtiges Mustang-Paradies. Don't look at that VIN number. Oh, it's a T-Code. Oh, it's a, wow. Alle möglichen Vergaser. 65, 66, 66, 67, 69. Guten Morgen, wir sind schon wieder auf dem Weg. Wir sind die halbe Nacht Richtung L.A. gefahren, haben jetzt in einem Motel hier an der Autobahn geschlafen, sind in ungefähr 2 oder 3 Stunden in L.A. Da besuchen wir einen Freund von mir, Paul, das ist ein alter Kumpel von mir, der hat immer ein paar coole Mustang-Teile da. Ich hoffe, der ist da, der weiß nämlich noch gar nichts von seinem Glück. Jetzt den Paul an, der weiß noch gar nicht von seinem Glück. Wir wollen ihm einen kleinen Überraschungsbesuch abstatten. Ich rufe ihn mal an, mal gucken, was er sagt. Der hat nämlich richtig coole Sachen. Hello, this is Paul. Hey Paul, this is Patrick. Patrick, how are you? Good, good, how are you? Good, yeah, long time to talk to you. Yeah, I know, I've been busy and, you know, there were never time I can't show up, so... actually, I'm on the way passing Santa Clarita in probably an hour, and I thought I have to come by. Actually, I need a very interesting piece for a Mustang, and I thought it's time to say hello at least, you know? Yeah, yeah. Are you at your place? I am. Oh, perfect. I should be there like in 45 minutes, 1 hour. Oh, that'd be okay. So, das war Paul. Zumindest ist er da und wir fahren mal zu dem hin und dann gucken wir uns mal an, was er da hat. Braucht sowieso ein bestimmtes Teil für einen Mustang Cabrio, von daher passt das sehr gut und bietet sich natürlich auch an. Hey Paul! Good. David! Good to see you, brother. Ja, good to see you. Paul trägt immer eine Jacke. Es ist egal, es können 50 Grad sein, der läuft immer mit einer Jacke rum. Und er ist der coolste Dude hier, den es hier gibt, ne? Paul, it's because, you know, you need to keep your skin from getting burned. I got you. Because the sun eats you up. Yeah, I totally got you. You see these young girls in their bikinis out there in the ocean. Just for holiday, huh? But you're just for holiday, and if they stay around there a lot, you see them when they're 40, they look like they're 80. Yeah, we're gonna find out which one. Don't look at that VIN number. Oh, it's a T-code? Oh, it's a, wow! I know you'll want it. Okay, das hier ist ein K-Code. Für die, die keine Ahnung vom Mustang haben, K-Code war aber immer 289 Cubic Inch mit einem Hypo-Motor. Das heißt, der hatte 271 anstatt 225 PS. Sowas steht hier einfach mal rum und da bastelt er so ein bisschen dran rum. Paul hat mit den Jungs vom Bosshaus zusammen gedreht. Und da gibt es einen Film oder ein Musikvideo, das können wir euch mal kurz einspielen, da seht ihr die Szene. Und das ist das Auto hier, komm mal kurz mit. Das Ding hat Bosshaus in ihrem Video benutzt. Super geiles Ding, Patina, aber auch natürlich eine Restauration, aber das Ding fährt, ne? Und das ist halt eine richtig coole Sache. Und in dem Ding sind Bosshaus durch die Gegend gefahren, ne? Habt ihr schon mal einen Offroad-Mustang gesehen? Ich auch nicht, aber mit ein paar Holzblöcken kann man auch das erreichen, ne? Da ist wahrscheinlich so ein Chevy-Chassis oder sowas drunter geknallt oder ein Ford F100 oder F150. Haben hier schön die Mustang-Karosserie drüber gelegt. Das hast du ein Offroad-Mustang, gibt's auch nicht alle Tage. Gucken wir uns mal sein ältestes Auto an. Auch 1917, ich vermute, das ist 1917, gab es auch schon Abschleppwagen. CC
60er Mustang ist erstmal nichts Besonderes. 70er Mustang Cabrio ist jetzt auch erstmal nichts Besonderes. Aber 70er Cabrio mit Shaker Hood, das ist der erste, den ich sehe. Ne? Hier vorne haben wir einen 66er Coupé. Und der soll wohl auch ein K-Code sein, also ein Hypo-Engine, was natürlich... Die Dinger werden richtig teuer gehandelt, ne? Gerade wenn der richtige Motor noch drin ist. So, wie ihr seht, hier gibt es richtig geilen Scheiß und der hat echt alles. Aber was er am meisten hat, das ist natürlich hier Ford Mustang. Und also wenn du hier alleine in die Runde schaust, Mustang, 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 Mustang. Hier haben wir 65, 65, 66, 66, 67 und 69. Also hier hast du alle Jahrgänge einmal durch. Und wenn du mal hier in die Richtung schaust, Mustang, Thunderbird, Thunderbird, Mustang, Falcon. Da oben haben wir noch ein Fastback. Das sieht auch sehr cool aus. So Leute, jetzt dürft ihr mal hier reingehen. Also ich kenne das hier alles schon, aber ich dachte, wir können euch ja mal mitnehmen. Da hat er alle möglichen Vergaser, ne? Also alles, was es bei Ford gab. Die Klimabedienelemente, ganzen originalen Luftfilter, Grills, Klimaanlagen, Lüftung. Da siehst du auch die originalen Stoßstangen und sowas alles. Guck mal hier die Ansaugbrücke. Das wird wahrscheinlich für einen 351er sein oder für einen 429er Cobra Jet Motor. Überall Ventildeckel, alle möglichen Sorten. Das ist mega, mega cool. Und sowas siehst du und findest du mittlerweile sehr selten. Da hinten siehst du die ganzen Armrests und die ganzen Zierelemente, die ganzen Radien. Also das ist alles Originalware hier. Und das ist natürlich super cool für Leute, die ihre Autos restaurieren. Und die sagen, ey, ich brauche originales Zeug und ich will mein Auto nur original restaurieren. So Leute, wir sind hier fertig. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen. Und ja, wir kommen schon das nächste Mal wieder zurück zu Paul. Und wenn ihr was braucht, meldet euch bei uns. Wir können mal gucken, dass wir da ein paar Teile für euch besorgen. Thank you, brother. Thank you, brother. Have a great day. Yeah, take care. Take care. Nice meeting you. We'll see you next time. Sure, we will. So, wir haben jetzt ein paar Seitenteile für den Kunden gekauft. Der hat die nämlich gebraucht für sein 69er Cabrio. Super schwer zu bekommen, weil da muss nämlich auch das Blechteil mit dabei sein. Und ja, das haben wir ihm jetzt mal besorgt. Ansonsten, wenn ihr mal schaut, da sind alles originale Kotflügel, was natürlich super, super cool ist. Hier die ganzen originalen Tanks. Wenn du mal hier guckst, das ist auch so eine schwierige Thematik. Alle Mustang-Fahrer werden es kennen. Dreiecksfenster sind aus Zinkdruckguss, die sind immer verpickelt. Wir kaufen die meistens auch bei ihm und lassen sie dann bei uns verchromen. Und hier, wie man sieht, hat er genug Auswahl. Das heißt, er sagt mir immer, take the best one. Das mache ich dann meistens auch immer. Und dann können wir die nämlich selber verchromen und dann sehen die auch wieder richtig cool aus. Stoßstangen. Das sind alles die originalen Stoßstangen. Ne? Das ist natürlich... Und er hat das hier seit Jahrzehnten, ne? Seit 30 Jahren hat er erzählt. Ich bin echt gerne hier, das ist echt ein cooler Ort. Der hat auch viele Kleinigkeiten oder besondere Sachen, die man so irgendwie mal sucht oder braucht. Und das ist dann schon wirklich... Das ist ein richtiges Mustang-Paradies hier. Ne? Also ich kann euch sagen, so für jeden Mustang-Liebhaber, das ist a place to be. So, alles klar, wir fahren jetzt weiter. Wir sind am Venice Beach. Das ist natürlich kein Ort, wo man sich ein Auto sucht. Leider nicht alles geschafft, was wir schaffen wollten. Ein Termin ist nach morgen verschoben worden. Dort dann schauen wir uns den Jaguar an. Ansonsten gibt es gar nicht so viel Neues zu erzählen. Wir schauen uns morgen noch ein anderes Auto am Abend an. Und wir werden aber definitiv noch einen Dreh haben. Aber das Ergebnis von dem Dreh, das kriegt ihr separat. Und das wird sehr cool. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen die Ruhe genießen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. We'll be right back.
Bye.